ist da was kaputt gegangen? Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Hallo. Oh, ja, alles klar. Ich habe da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Okay. Bin ich denn jetzt? Und wenn ich das so mache. Ja, so geht's. Schön. Bringen sie herum. Die haben anscheinend sehr viel Spaß, wie man sieht. Gut, die sind alle hin. Dann gehe ich jetzt mal eben darüber. Und springe selber darüber. So, jetzt hör auf. Oh nein! Ist mir zu doof. Da steht ja noch einer. Warum das denn? Jetzt steht da keiner mehr. So und so und wir sind drüben. Geht doch. Naja. War nicht da drüben, wo ich sein wollte. So, da sind wir wieder. Ich will hier ja irgendwie rüber. Kann ich das? Ich weiß, dass ich runterfalle. Ich probiere es einfach. Gut. Alle Sandwiches tot, wir haben es geschafft, wir sind drüben, dann können wir weiter. Ein Ladebalken. Der dauert Wheatley Laboratory. Wheatley der Deedly. Deedly du. Eine sehr gute Idee. Was hat der Knopf jetzt bewirkt? Bomben. Ist klar. Ach, das geht. Ob das so eine gute Idee ist, was ich hier mache? So. Hallo. Das hätten wir geschafft, das hätten wir geschafft, das hätten wir geschafft, das hätten wir geschafft. Oh ne, wieder Bänder, ich hasse Bänder. Also nicht in das Futurama, sondern hier die Laufbänder. Hallo. Wo muss ich hin? Ja. Hier bin ich. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst halt die Fresse.
Versteck. Jetzt habe ich zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal. Er nervt so. Es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Okay, das fasse ich dann mal als Nein auf. Schön, dann also möge der Bessere gewinnen. Möge der Bessere gewinnen. Jo. Das hört sich doch gleich viel sympathischer an. So, wie komme ich jetzt darüber? Die Maschine stört ein wenig. Geht das? Nee, aber hier, das ist dieses Gel. Das kann ich ja damit kaputt machen. Mit der Bombe. So, ist schon alles vollgegelt. So. Ready, steady, go. Das Gel gewinnt immer. Yay! Wir sind weiter. Während er hier immer alles kaputt macht. Sieht aber cool aus. Dann fällt alles zusammen. Oh. Er ruiniert die ganze schöne Anlage. What the? Das war keine Absicht. Da kann ich was hinsetzen. Weiß ich, keine Ahnung, hab was. Ich muss da hoch. Ich hab. Was, worum ist das hier? What the fuck? Wie geht's nochmal zurück? Ah, da. So, jetzt. Auf, wie geht sie? Ja. Wir sind im Strahl Richtung Freiheit. Nein, sind wir nicht, aber... Die Anlage fällt auseinander, habe ich das Gefühl. Richtig. Du bist Lados. So und so und dann sind wir wieder oben. Und ein Ladebildschirm. Wir sind schon ziemlich weit. Wir sind ja auch wirklich bei. Noch zwei Kammern haben gefehlt und dann wollte er eine Überraschung für uns und dann haben wir ihn ja schon aufgehalten quasi. Konnte uns ja nicht mehr töten. So, gelb. Blau. Und da sind. Wie den Pinken, ne? Ja, den Pinken. Das sind, also hier sind diese kleinen Wheatleys. Oh, cool. Mhm. La la la, na na na, na na na, na na. Kartoffel angeschlossen. Hallo! Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Aua. Böse. Ein
Schieß auf mich! Ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung. Hallo, du da! Du bist nämlich im Radio! Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan. Wo? Der ist gut. Hier kommt die Weltraumpolizei. Helft mir, Weltraumpolizisten. Teleskop, du willst mich sehen? Kauf ein Teleskop für den Weltraum. Weltraum, ich will in den Weltraum. Weltraumorbit in meinem Raumanzug. Lady, ab in den Weltraum. Ich muss in den Weltraum, Lady. Komm in den Weltraum, ich verrate dir was. Nein, noch mehr. Was gefällt dir an der Schnitt, Weltraum? Das System, Weltraumsystem, Prozess. Ich bin schuld, hier im Weltraum zu sein. Hier ins Weltraumgefängnis. Wo ist er denn? Papa, ich bin im Weltraum. Ich bin stolz auf dich, Junge. Papa, bist du der Weltraum? Ja, endlich sind wir verarmt. What the fuck? Weltraum, wir sind im Weltraum. Wo ist Chor 1? Ich war im Weltraum. Kannst kaum erwarten. Los, los, Weltraum, los. Weltraum, Weltraum. Ich im Weltraum. Oh, ich glaub, da oben, ne? Okay, okay. Ach, da ist das Teil, oh. Weltraum, in den Weltraum. Ja, bitte, Weltraum. Ich im Weltraum. Der ist viel cooler als du. Ich glaube da oben, ne? Ich will in den Weltraum. Will in den Weltraum. In den Weltraum. 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 Geht doch. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert. Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Ach, nichts. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment. Die verdammten Bomben kleben fest. Macht nichts. Ich habe die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eine dieser Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht mich nur noch stärker, mein Schatz. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Du hast doch wohl nicht gedacht, du wärst die Erste. Nein, die Fünfte. Die Sechste. Du kannst dir ausmalen, was mit den anderen fünf passiert ist. Weißt du was? Ich denke, wir sollten die höfliche Zurückhaltung aufgeben. Also Klartext. Sie sind alle elendig verreckt, als sie versuchten, an die Portalkanone zu kommen, die du da jetzt in deinen Faustfingern hältst. Aber du warst anders als die anderen. Ein guter Springer. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Aber der Na, ist doch logisch. Ich hab eh nur noch 3 Minuten, dann ist ja alles vorbei. Ein Klick-Zoom. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Unterherr. Kämpfst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht nach einer brandheißen Situation aus. Hey, eine Countermove. Das bedeutet Ärger. Ziemlich hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich will dir... Da hab ich ihn. Jahren, aber ich bin eine Abenteuereinheit. Entwickelt für Gefahr. Nimm dir eine... Wee. Warnung. Kernbeschädigung bei 75%. Möhren ist auch dran, der komische. Explosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage Hallo. Wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schwein! Ununterbrochen schweigst du und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilst dich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur vor einigen Jahren ein paar hundert einfache Tests lösen müssen, nichts weiter. Und jetzt, wo muss das hin? Wo muss das hin? Keiner fliegt in den Weltraum! Und noch was! Du hast mich nicht aufgefangen! Ich hab dir gesagt, ich könnte sterben, wenn ich mich aus der Schiene ausdrücke und du hast nicht mal versucht, mich aufzufangen! Jetzt wird mir alles klar. Du brauchtest nur einen Dummen, der dich aus dem Hyperschlaf bringt, dir zur Flucht verhilft und dir sagt, wo du die Portalkanone findest. Ach komm. Und wenn er dir da nichts mehr nützt, hat er einen kleinen
Hallo. Schieß mal was auf mich, das wäre voll nett von dir. Jetzt von hinten. Yes. Wo ist der Kern? 46 Sekunden, 45. Wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Das schaffe ich nicht mehr. Naja, schade. Hä? Ich verstehe es nicht. Wieso ist das gelbe G? Okay, wir sind gestorben. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen sollte. Das war ein bisschen verwirrend irgendwie. Vor allem, wenn man in Panik ist und das Teil dann nicht findet. So, jetzt weiß ich ja, wo der ist. So, da kommt dann das gelbe Scheißzeug raus. So sollte. Da ist der Kern. So, jetzt aber. Hallo. So, der wäre schon mal dran. Hallo Kartoffel. Verstehe. Der Ersatzkern. Bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern. Bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein, 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 nein. Kein Sarkasmus diesmal. Pat entdeckt. Was Pat? Feuer in der Pat-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Pat-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Pat-Auflösungstaste. Ich bin unterwegs. Wie viele Minuten habe ich noch? Ich bin explodiert. Ich hätte kein Portal auf dem Mond machen sollen. Lass los! Wir sind im Weltraum! Lass los! Ich bin noch verbunden! Ich komm selbst wieder rein! Ich krieg das noch hin! Ich hab's schon repariert! Und du kommst nicht zurück! Oh nein! Neuer Plan! Halt mich fest! Fester! Nardus hat uns gerettet. Sie hat uns gerettet zum Schluss. Ich finde das nett. Wo wir da im Weltraum waren. Das sind die beiden. Zum Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich.
Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Danke. Hallo? Ja. Hallo? Ah, sie haben doch noch nicht geschossen. Glück gehabt. Da oben ist das dicke Ding. Da hinten ist ein König des Sandwiches. So. Das war Portal 2. Ich hab's geschafft. Portal 2 ist durch. Wir sind wir sind in der Freiheit. Genießt die Musik. Ich schalte mich jetzt ab. Viel Spaß euch noch und so. Auf Wiedersehen all euch. Ich mach mich mal leise, damit ihr in Ruhe hören könnt. Ne? Tschüss. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you had been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Yeah.
So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende.